Triggerwarnung. Das folgende Video enthält Inhalte zu psychischen Erkrankungen. Willkommen zu einer neuen Folge Basti Depressiva. Wie ihr sehen könnt, habe ich es geschafft, nach langer Zeit mal wieder ein Video zu machen. Das letzte Video habe ich am 4.2.2021 veröffentlicht. Ist jetzt also 2,5 Jahre her. Ich habe es euch hier oben nochmal verlinkt. Und ich möchte euch jetzt erstmal erklären, warum ich überhaupt so lange weg war. Und was konkret dazu geführt hat, dass ich mit dem Projekt Basti Depressiva damals aufgehört habe. Mein letztes Video habe ich, wie gesagt, am 4.2.2021 veröffentlicht. Es war quasi meine Jubiläumsfolge, 4 Jahre YouTube, das habe ich gelernt. Und seitdem habe ich nach und nach einfach immer mehr die Kontrolle über mein Leben verloren. Mein Alltag bestand irgendwann einfach nur noch aus Kiffen und FIFA-Zocken. Und alles andere habe ich extrem vernachlässigt, weil ich einfach keine Kraft mehr dafür hatte. Ich habe zwar noch meine Ausbildung durchgezogen und habe auch danach weiter in Vollzeit gearbeitet. Teilweise hatte ich sogar noch einen Nebenjob. Aber davon abgesehen war ich einfach extrem träge und befand mich in so einer Negativspirale. Ich hatte keine Energie mehr für meine Familie, also für meine Freundin und unsere Hündin. Und im Prinzip habe ich einfach nur noch vor mich hin vegetiert. Mit der naiven Hoffnung, dass sich irgendwann irgendwie alles wieder bessern würde. Und selbst das Kiffen und das Zocken hatten irgendwann nichts mehr mit Genuss oder mit Leidenschaft zu tun, wie ursprünglich, sondern ich habe es einfach nur noch gemacht, um mir irgendwie die Zeit zu vertreiben und um mich von der Realität abzulenken. Meine Partnerin hat mich dann letztes Jahr im August verlassen, weil sie mich verständlicherweise nicht mehr attraktiv fand. Und ich damals auch einfach nicht dieses Mindset hatte, an mir zu arbeiten und an dieser ganzen Situation, an diesem Zustand irgendwas zu ändern. Diese Trennung war dann auch der Weckruf für mich, weil erst dann habe ich so richtig begriffen, wie tief ich überhaupt gesunken war und dass es so einfach nicht weitergehen konnte. Daraufhin habe ich mein Leben dann dementsprechend umgekrempelt, ich habe mich weiterentwickelt. Und jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich mich wieder darauf besinne, was mir überhaupt Spaß macht, was meine Neigungen sind, was meine Fähigkeiten sind und meine Interessen. Ich war einfach lange orientierungslos, weil mir nichts mehr so wirklich Spaß gemacht hat. Jede Tätigkeit erschien sinnlos, ob es jetzt darum ging, zur Arbeit zu gehen oder einen Ausflug mit meiner Familie zu machen oder sich mit Freunden zu treffen. Mir hat einfach durchgehend die Motivation und der Spaß an allem gefehlt. Und ich denke mal, dass viele Menschen, die selbst mit Depressionen zu kämpfen haben, das sehr gut nachvollziehen können. In den letzten 12 Monaten ist in meinem Leben einiges passiert. Es gab viele Höhen und Tiefen. Dazu werde ich dann aber nochmal ein separates Video machen. Jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal froh, dass ich es geschafft habe, wieder produktiv zu sein. Das ist echt eine Errungenschaft, wenn man sich meine Entwicklung so anguckt. Ich hoffe, ihr habt mich in der Zwischenzeit nicht vergessen. Abonniert gerne den Kanal und lasst mir ein paar Kommentare da. Darüber freue ich mich auf jeden Fall immer. Soweit soll es das erstmal gewesen sein für heute. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin.